Ach nee, diese Aufgabe hasse ich ja voll. Warum? Oh, nee. Jetzt müssen wir den einen Affen hier zu den anderen stoßen und es hängt. Ach, weil das so ein bisschen Geschick erfordert. Na, nicht, also Geschick habe ich zwar schon, da streite ich jetzt gar nicht ab, aber das ist manchmal so, dass Spyro sich also irgendwie so halt es sich dreht und dann trifft er nicht. Und du überhaupt nicht. Ja, eigentlich dann doch wieder ich. Oh, jetzt hängt es doch schon wieder. Ah. Verdammte Framerate. Oh, daneben. Das ist... Nee, das kann man so nicht machen. Hilfe! Und schon mal verloren. Ruh dich nicht auf den Lorbeeren aus, Spyro. Das Oha. War nur der Anfang. Ja, die Aufgabe, die hasse ich so dermaßen. Ein unausgeglichener Gegner ist sehr... So, nochmal das Ganze und hoffentlich besser. Falscher Knopf. Und ich glaube, jetzt habe ich gerade rausgefunden, dass es funktioniert. Dass man besser trifft. Muss ich mal gucken nochmal. Ja, aha, okay. Man kann... Dann mit Spyro kann man ja laufen, mit den linken Steuerknüppeln. Und damit kann man auch jetzt aussuchen, also auswählen in der Luft, in welcher Richtung der schießt. Aha. Okay. Das checkt man auch erst nach dem 100. Mal spielen. Tja. Aber ich glaube, das schaffe ich jetzt auch, wenn ich weiß, so viel Zeit verplempert habe. Und der hat jetzt eigentlich getroffen. Danke, danke. Komm, werf den hoch. Ah, daneben. Nein. Also beim nächsten Mal schaffen wir es sicher. Dich, Spyro. Das Drachenreich steht auf dem Spiel. Das Drachenreich. Hier drüben. Ein unausgeglichener Gegner ist sehr nützlich. Ja, das müssen wir nicht normal lesen. Jetzt aber, komm. Mal sehen, ob ich es... Na, das war jetzt zu. Aha, fast. Und jetzt das letzte Mal. Ja, juhu. Jetzt bist du bereit, weiterzumachen. Und jetzt die letzte Aufgabe, hoffentlich. Mal sehen, ob du einen Gegner in eine größere Gruppe hineinstoßen kannst. Das kann nützlich sein, wenn du zahlenmäßig stark unterlegen bist. Also doch nicht die letzte Aufgabe. Jetzt müssen wir den großen in den vier kleinen Affen kicken. Und hast du was zu sagen jetzt hier oder nicht? Du hast erfolgreich. Eigentlich nicht so, also. Schlecht, wenn wir jetzt ein Thema außerhalb Let's Play geredet haben und jetzt Spyro, wieder ein Let's Play, das ist... Sehr große Fortschritte bei der Zähmung des Elements. So, bei sowas schon ein bisschen. Oh Mann. Jetzt bin ich ganz alleine. Ah, stimmt doch gar nicht. Ich wusste, du kannst das, Spyro. Okay. Komm, ist aber die letzte Aufgabe. Die Tests mag ich nicht. Das Ganze mal. Ja, in deiner Geschichte wird ja auch hier dieses Trainingsraum ganz oft benutzt, wa? Ja, sozusagen. Ziemlich oft. Du bist halt nicht mehr mit den Wächtern. Das ist eine andere Person, denn halt.
Sozusagen ja. Und die Frage stellt sich wahrscheinlich auch, wer wird trainiert? Mhm. Oder wer trainiert? Also wer ist der Trainer? Alles irgendwann. So viele Fragen. Irgendwann. Oder zum Beispiel. Die. Und jetzt die echte Herausforderung. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, dass jetzt die letzte Aufgabe kommt. Dann haben wir es geschafft. Also dann hat Spyro geschafft. Dann hat er die Feuerprüfung bestanden. So auf Anfängerniveau. Anfängerniveau. Achso, jetzt müssen wir zur Mitte. Du kannst das Feuer kontrollieren und manipulieren, Spar. Du hast ganz klar eine starke Seelenverwandtschaft zum Feuer. Und jetzt lernst du, seinen Zorn zu entfesseln. Fühle, wie das Feuer dich vereinnahmt und in dir fließt. Lass es frei, wenn die Zeit da ist. Okay. Auch weg. Ich frage mich immer noch im zweiten Teil. Oh, die Frame wird nervig. Im zweiten Teil kann Spyro die Zeit beherrschen. Aber irgendwie nur im zweiten Teil, wa? Ja, weil im dritten Teil lässt sich das schlecht verwenden. Im Spiel könnte man das einbauen, aber dann eher auf die gewisse Art, dass das dann halt nicht mehr tut. Man könnte jetzt eigentlich auch sagen, da hat ihn eigentlich der Historiker geholfen, so die Zeit zu beeinflussen. Das sollte man eigentlich sagen, weil das ist ja eigentlich kein Element, was Spyro beherrscht oder so. Die Zeit beherrschen. Er kann ja halt nur die Elemente. Ja, hier so. Ja, Zeitanhalt. Melfor einfach hier so. Boah, ich hab Melfor platt gemacht. Fertig. Das geht doch ja nicht. Oh, und jetzt die Spezialattacke. Bam. Das ist echt cool gemacht. Vielleicht könntest du doch eine Chance gegen Cinder haben. Und wir haben die Prüfung bestanden. Juhu. Die Feuerprüfung. Donner, Erde und Eis voll. Plus in welcher Reihenfolge? Grünes Wasser. Was ist mit dem Teich, Großer? Ihr müsst wissen, dass bestimmte Drachen Visionen haben. Gedanken, Erinnerungen und Träume anderer. Und sehen können, was weit, weit entfernt geschieht. Ich bin ein solcher Drache. Und aus diesem Teich kommen Visionen. Ach ja, wirklich? Na, was denke ich denn jetzt gerade? Was denke ich jetzt gerade? So, jetzt? Jetzt, 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 jetzt. Tut mir leid. So einfach ist das leider nicht, Sparks. Man braucht Zeit und Geduld. Ich sehe im Teich der Visionen aber, dass Voltir, einer der Wächter, in Dantes Froster festgehalten wird. Spyro, ich will, dass du dorthin gehst und alles herausfindest, was du kannst. Ich suche derweil nach den anderen. Denk daran, sieh dich einfach um. Triffst du auf Cinder, dann lauf weg. Du bist noch nicht bereit, Rosa. Wenn mich also jemand töten will, dann laufe ich weg, verstanden? Aber Ignitus, wie kommen wir dahin? Schön, dass du fragst. Warum lächelst du? Das gefällt mir nicht. Damit ich das richtig verstehe. Du sagst, ich kann fliegen? Vielleicht hängst du schon etwas zu lange in diesen Höhlen rum, alter Mann. Spyro kann doch nicht fliegen. Ja, etwas frische Luft könnte dir gut tun.
Ich bin ja noch nie geflogen. Du wirst derjenige sein, der frische Luft bekommt, Spyro. Schließ jetzt die Augen. Atme tief ein und leere deinen Geist. Ja, ja, genau. Fühle jetzt, wie die Kraft deiner Ahnen durch deinen Körper strömt. In Krisenzeiten kommen sie zu dir und lehren dich Dinge, Kräfte, die du nie auch nur erahnt hättest. Das muss ich sehen. Vergiss alles, was du zu wissen glaubtest. Vergiss dich selbst. Nur durch Vergessen erinnerst du dich an das, was das Blut deiner Ahnen schon weiß. Du kannst fliegen. Er kann fliegen. Wahnsinn. Und jetzt weiß er nicht mehr, wie er heißt, weil er alles vergessen hat. Wer bin ich? Schon irgendwie seltsam. Durch Vergessen lernt er fliegen. Nein, er muss ja halt nur das bisher Gelernte jetzt halt nur so halt vergessen. Zum Beispiel, er hat jetzt die ganze Zeit gedacht, hier, ich kann nicht fliegen, das geht nicht, ist nicht möglich. So. Und das muss er halt vergessen, also überhaupt nicht beachten. Das darf doch nicht wahr sein. Er fliegt. Willkommen im Club, Großer. Meinst du, im Gemi auf dem und dann natürlich jetzt halt nur sich so darauf konzentrieren und so weiter. Tja, daran könnte ich mich gewöhnen. So, aber ich denke mal, wir machen jetzt eine Aufnahmepause. Wenn die Sequenz zu Ende ist. Ja, die müsste... Kann ich Stopp machen? Ja, jetzt kann ich Stopp machen. So, ja, ich mache jetzt, wie gesagt, eine Aufnahmepause. Hast du noch was zu sagen zum Abschied so? Bis zum nächsten Part und ich hoffe, ihr guckt auch weiterhin Spyro. Ich habe keinen Plan, was ich sagen soll. Und ja. Ja, dasselbe sag ich jetzt mal auch. Und ich hoffe, ihr guckt weiter, ja, und halt, dass wir jetzt zu zweit machen, das werden wir auch fortführen. So gut wie möglich. Ja. Und halt, ja, es kann manchmal vorkommen, dass einer von uns, beziehungsweise Sletty, mal kurz weg muss. Dann werde ich natürlich Pause machen und auf ihn warten, bis er wiederkommt. Ach, gesehen. Letty, reicht doch vollkommen. Ja, okay, Letty, ja. Das weiß aber keiner. Ja, und? Okay, also... Letty konnte ich nicht nehmen, weil das schon besetzt war. Ja. Naja. Wie gesagt, dann als bis zur nächsten Aufnahme, also, oder Part, wie auch immer. Und bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.